Und willkommen zurück bei Tomb Raider Lara Crofts Revenge. Oder so. Okay. Müssen wir weiter hoch? Was müssen wir? Wir. Oh. Und, etwa hier hoch? Wie sieht's aus? Ich bin weg. Dann geh weiter. Da, vor die Schür. Oh Gott. Verdammt. Und warum ist Gronk nicht hier? Der kann ja Russisch. Der könnte mir sagen, was los hier ist. Da, ich sehe sie. Ich glaube, sie wollen sie lebend. Also gut. Hey, einer sitzt in der Falle. Okay, rufen wir den Rest. Ausdauern. Diese Gruppe. Die meisten werden wir töten müssen. Schade, wir könnten neue Rekruten brauchen. Okay. Gut. Verdammt. Nichts. Ah, gut. Da rein. Ja, du meinst, спрячешься, Kukla. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех окей. Там-то. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Muss man auf einen gewissen Zeitpunkt abwarten, oder wie? Ah! Она тоже была порадочной стерва. Komm schon. Oh, dass der noch lebt. Und Lara, das ist keine Munition mehr. Aber Automatikpistole, neue Ausrüstung. Durchsuch ihn! Und dann. Aber der hat's nicht anders verdient. Wenn wir mal ehrlich. Keine Munition mehr. Ist ja klar. Ah, gut. Auch keine Pfeile? Hatte der Typ keine Pfeile bei sich? Okay, langsam hervorschreiten. Moment. Gibt es hier in der Nähe irgendetwas, das ansehenswert ist? Sieht nicht so aus.
Gut. Und warum brennen sie hier alles ab? Also, hier drin konnte man sicher gut wohnen. Idioten. Idiote, Idioten. Überall nur Idioten. Was? Ah, ja. Leider keine Pfeile mehr. Viele wollen sie noch abschlachten. Aber hier geht es weiter, also verzeiht meine Neugierde, aber ich will schauen, was es hier unten ist, gibt. Aha. Gut. Sind wir da raufgekommen oder wie? Und das. Hä? Was ist das? Das ist ein Berg mit Felsen, aber in den Felsen diese Ornamente eingemeißelt? Und wir hatten keine Munition. Aber ich glaube, das ist damit dafür gedacht, dass wir nicht einfach alle abknallen und dann den Rest retten. Leider nein, wir müssen also noch hier durchwatscheln und hoffen, nicht entdeckt zu werden und hoffen. Damit hier. Da ist noch eine. Die ist dahinter. Keine Ahnung. Outsider, wir wissen, dass du da bist. Du hast keinen Ausweg. Ach ja. Falsch gedacht. Bleib weg von mir. Versuch sie zu umgehen. Okay, Kopfschuss und jetzt. Kopfschuss. Gut. Plündere tote Gegner. Der Typ können wir nicht plündern, aber. Den da. Bergungsgut. Bergungsgut und Munition. Kann man Sachen kaputt machen? Mhm. Oh. Wie viele Schüsse haben wir? 41. Gut. Ah. Super. Ich wollte zurückgehen und die Bastarde alle umbringen, aber nein. Oh, Moment. Der Typ hat Pfeile. Ja. Also bitte. Der hat Pfeile. Da haben wir Pfeile gekriegt. Pfeile, ja. Haben wir sogar gekriegt. Und los, Hebel, Hebel, Hebel. Ah, oh, F muss ich drücken. Ich drück die ganze Zeit E. Okay. Und rüberspringen. Und was ist das? Ich höre gar nichts. Was meinst du? Wahrscheinlich tot. Such weiter. In den anderen Hütten. Hey, sind unten noch mehr? Nein, nicht. Benutze den Bogen, um Gegner lautlos zu töten. Da, 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 da.
Obdachlose und die Pfeile wieder erhalten. Aufgeladener Schuss halte bei der ausgerüsteten Bogen mit der Maustaste gedrückt, um einen Schuss aufzuladen. Das haben wir ja gemerkt. Ammunition voll. Ein Fähigkeitspunkt freigeschaltet. Gut. Nimm es doch auf. Aufnehmen. Wir können sie eh zum Auf. Ah, ja. Wohl. Darauf sollte ich auch achten. Ups. Und. Ja. Und bei dem da. Gut. So klettern wir hoch. Komm schon, Lara. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Oh Gott. Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Oh, gut. Aha. Wie können wir... Ha! Sehr gut. Jodingsbooster, das haben wir voll. Bergtempel. Ah, das ist ein Lager. Gut. Okay, wir hätten da nicht unbedingt hoch müssen, aber... Moment, was ist das? Unterfallen? Gut. Haha. Sehr gut. Wir haben leider noch kein Feuer hier. Aber wir finden etwas. Kompasskarte. Belohnungsort ansehen. Okay. Begeben Sie sich weiter den Berg hinauf und stoßen Sie zu Roth. Gut. Aber zuerst will ich am Lager ein bisschen... was Sachen verbessern. Auf. Gut. Aha. Dann wieder hier. Eine Kiste. Und 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt.
Ich habe vorgeschlagen, Sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen. Denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Eins von 7 Tagebücher eines Wahnsinnigen gefunden. Gestrandet dieses Tagebuch gehört Matthias? Er strandete hier vor Jahren? War das derselbe Mann, der bei Sam war? Aber woher weiß sie, dass es von Matthias ist? Mit Matthias, oder wie das auf Englisch ausgesprochen wird. Leider bringt uns das... Oder hätte er doch? Nein. Wir müssen durch Wasser gehen, um dort ranzukommen. Ups, nein. Welche Taste war nochmal, um die Fackel... Ah! Ja, jetzt weiß ich wieder welche. Ich glaube, ich weiß wieder welche. Aber zuerst... Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Was bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Ross einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Okay, gut. Nutze die Schnellreise, um erkundete, bereits besuchte Gebiete und sammle versteckte Belohnungen. Gut. Ah ja. Was ist das? Geschützter Krat. Mhm. Waldruine. Mhm. Bergtempel. Hier habe ich 3 von 3 Lager gefunden. 5 von 5 Dokumenten. Keine Geocharts. Also nur 2 von 5. Keine Schatzkarte gefunden und Geisterjägerin? Hm. Ah. Ja, das ist alles Küstenwald. Und hier ist dann das ein anderes Gebiet. Okay, gut. Okay, wir bleiben hier. Also vorerst. Dann setzen wir ein paar Punkte ein. Überleben oder Jäger? Wir können ja wechseln zwischen Jäger und Überlebender. Also gut, was haben wir schon gemeistert? Plünderung. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu finden? Oder Knochensammler? Zusätzlichen Bergungsgut. Bestes Bergen. Aha. Lebenskünstler. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern? Klettergewandtheit. Verbessern Sie Ihre... Orientierung. Setzen Sie Ihre geschärfte Sinne ein, um versteckte Belohnungen zu finden. Das wäre auch toll. Und hier haben wir Rang 3 Spezialist. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf Ihre Karte verzeichnet. Das wäre vielleicht ein bisschen zu leicht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wo bleibt dann das Entdecken? Also, sicherer Hörschuss. Sie sind konzentriert. Haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu zielen? Sind Sie konzentriert. Munitionskapazität. Setzen Sie Beutel und Taschen
effektiver ein, können sie mehr Munition transportieren. Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Erfahrener Mörder. Schalten Sie Ihre Feinde mit der Finesse aus, um größere Belohnungen zu erhalten. Dann haben wir Bogenexperten. Benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnungen. Schalten das Schussfadenkreuz frei. Okay. Bogenexperte. Töten Sie Feinde aus kurzer Distanz mit mehr für mehr Belohnung. Schaltet das. Okay. Benutzen Sie Ihr Gewehr auf kurze Distanz. Bogenexperte. Also das einzige, was ich sagen würde, wäre gut, ist das hier. Munitionskapazität. Erhöht gesamte Munitionskapazität, die sie für ihre Waffe mitführen können. Meistern. Gut. Upgrades. Wenn wir irgendetwas upgraden. 100%. 0. 10%. Also, was haben wir hier? 200 für erweitertes Magazin. Aber... sind wir ehrlich, woher nehmen sie die? Belüfteter Schlitten? Eine Rückstoßkompensierung. Eine Rückstoßkompensierung, die die Präzision und der Schaden erhöht. Okay, was haben wir hier? Rücklaufbremse. Also Rücklaufbremse bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden. Aha, und hier Schnellfeuermodus. Modifikationen am Abzug können die erhöhen die Schussfrequenzen. Salbenmodus. Gewährt einen Feuermodus mit 3 Schüssen Salben. Halten Sie mittlere Taste gedrückt, um den. Ja, das kennen wir. Hier haben wir die hier. Verstärkter Wurfarm ermöglicht mehr Zug und verursacht dadurch mehr Schaden. Ja. Gut. Ablenken. Schießen Sie. Vielleicht gibt's da eine kleine Jagd. Nein. Vater mit Fires erledigt das selbst. Wir sollen uns raushalten. Was? Warum? Weiß nicht, vielleicht. Ah, ich brauch Hilfe! Yo. Okay. Au. Gut, Kopfschuss. Und jetzt zu dir. Hauptschuss. Und wo ist der andere? Komm. Gut. Waffenmodifikation verfügbar. Gut. Wir wurden bis jetzt alle abgeschlachtet. Gut. Wir haben es nicht anders verdient. Ja, hätten sie mich in Ruhe gelassen, wäre das vielleicht nie passiert. Aber sie wollten es ja nicht anders, also... Haut drauf, Kleines. Also Pfeile haben wir voll. Also rein mit uns. Und. Ah, geschafft. Weil er sind immer noch voll.
Wie scheint's da unten zu sein? Hätten wir rüber balancieren können. Aber wo geht's denn lang? Ah, hier. Aber Moment. Nein, 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 nein. Zu spät. Sie ist irgendwo hier drin. Findet sie. Was oder töten? Vater, still, still. Sie ist hier. Bereit machen. Die Romanin. Neue Herausforderung abschließen. Laterne zerstört. Gut. Beile nehmen. Okay. Lautlos kill. Ah, mir fass eh. Oh, verdammt. Das war die falsche. Verdammt, das war die falsche Taste. Ich hab R gedrückt. Scheiße. Gut. Gut. Ja, lautloser Kill mit F. Okay, was sind die? Gut. Was zum Teufel? Hä? Ach, das ist gerade eine Frau? Scheiße, das ist nicht gut. Okay. Da kommt einer. Ein perfekter Kopfschuss. Oh, oh, oh. Verdammt. Hey, was soll der Scheiß? Gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.